Heute möchte ich euch einen kleinen Zusammenschnitt aus den Anfangstagen der Mittagspackung zeigen. Und zwar, wie Nico uns in Rocket League völlig fertig gemacht hat. Fangen wir an mit meiner Top-Performance. Und schon hat er ein Tor gemacht. Oh Mann. Mega-Vorlage. Oh Gott. Ich spüre schon das 5. Ich wette, du schaffst nicht zweistellig. Was geht ab? Nein, er schafft doch zweistellig. Ich hätte es nicht sagen sollen. Wir können mal festhalten, Fabian, es liegt nicht am Auto. Da ist das Zweistellige. Sorry. Nachdem ich meine Packung kassiert hatte, war dann Fabian dran. Fuck. Guck mal, hier auch noch mit Springen und so was. Ja, hier mit Dive. Timeout. Timeout. Guck mal, wie er da reinspringt, das ist ja schon. Hau ab! Ja, ist klar, Alter. Ich fahre hier noch gemütlich die Wand hoch und ist er schon wieder am Tor. Das ist ja niedlich. Oh, fuck! Ja, das sieht aus, als wenn du das echt können würdest, ne? Das ist echt erschreckend. Guck mal, da kommt euch an. Ich hab nee. Wie lange geht das Spiel eigentlich? Du musst noch 2 Minuten durchhalten. Krieg ich jetzt wieder ein Tor oder wie? Ja, ich mach gleich wieder selber rein, pass auf. Ich hoffe auf so einen Batterieausfall deines Controllers oder so. Eine Batterien hatte ich vorhin getauscht. Motorschaden, was hieß noch? Nico, ich wünsche dir nicht, aber so einen kleinen Herzinfarkt oder so. Boah, was für ein Schuss! Was für ein Schuss! Oh, nein! Ja! Andersen bist du schlecht. Wie kann man gegen den kein Tor machen? Guck mal, was für ein Schuss! Unten rechts in die Ecke. Oh. Okay, es ist zumindest noch 10-1 geworden. Deutlicher Gewinner. Achso. Also, du bist ja eh raus, aber anders. Ich fühle mich ein bisschen geraped. Ja, also anders, die muss ja noch schlimmer gehen. Also 10-0 ist natürlich. Also ja, 10-1 ist natürlich was völlig anderes. Ja. Ich werde hart trainieren, dass mir das nie nochmal passiert, genau. Ich werde auf jeden Fall heute Nacht nicht schlafen, ich werde durchzocken und noch eine Privatstunde bei Nico nehmen, dass es morgen 10-2 wird. Und wir tasten uns ran. Wir tasten uns ran. Ja. Das war unsere Leistung vor ein paar Monaten. Es ist allerdings nicht so, dass wir uns großartig verbessert hätten. Gegen Nico würden wir also immer noch völlig verkacken.